Hallo liebe Freundinnen, liebe Freunde der analogen Unterhaltung. Hi. Heute spielen wir wieder was für euch und zwar was ganz Neues. Get on board New York und London. Das impliziert so ein bisschen, dass es vielleicht noch ein paar andere Städte davon geben wird. Das wäre cool. Ja, wie auch immer. Es ist ein Flip and Ride, was jetzt bei Yellow rauskommen wird. 2 bis 5 Spieler ab 8 Jahren, also ein Familien-Roll and Ride, ein einfaches Roll and Ride. 30 Minuten geht das Ganze. Und wie der Name schon, nee, Name sagt es nicht, aber hier steht's, Busline Number One. Wir müssen hier Buslinien planen und zwar entweder durch New York oder durch London, wobei wir es uns jetzt nicht aussuchen können, weil tatsächlich das, ob man jetzt in New York oder London spielt, hängt von der Spielerzahl ab. 2 bis 3 spielt in New York und 4 bis 5 in London, weil man hat einfach ein bisschen mehr Platz und mehr Möglichkeiten, sich da aneinander vorbeizuschlängeln, weil eines von diesen Mechanismen, die ihr jetzt gleich kennenlernen werdet beim Spielen, ist, dass es, das finde ich auch ganz witzig, dass es hier so, man muss ein bisschen gucken, dass man den Stau vermeidet, entweder in Downtown New York, da in der Mitte, da gibt es so, ja, wir können ja mal sehen, genau. Hier auf den Plan schauen, wir haben jetzt, wie gesagt, hier in New York und man sieht hier die schwarzen Bereiche mitten in der Mitte, die sind stauanfällig, da verlieren wir dann Punkte, aber auch wenn wir sozusagen uns ineinander verheddern, dann verlieren wir, also wenn wir Wege benutzen, die auch schon von Mitspielern benutzt werden, auch dann verlieren wir Staupunkte. Genau. Ja, du sagtest schon Familien-Roll-and-Ride, nee, Flip-and-Ride. Das Problem ist nur, dass es auch ein bisschen kompliziert sein kann, wie man jetzt wirklich Punkte generiert, denn diese Fahrgäste, wie wir hier auf unseren Blättern sehen, gibt es verschiedene. Es gibt einmal die Omi. Die sacken wir einfach ein, wenn wir halt auf dem Plan eine mit der Buslinie verbinden, kriegen wir einfach die Punkte, können sie abkreuzen. Bei der Studentin, da werden am Ende die Studentinnen mit den Universitäten multipliziert und ergeben die Punkte. Und die Manager und Touristen sind aber ein bisschen anders, denn wir sammeln bis zu 3 davon ein und je nachdem, wie viele wir eingesammelt haben und dann zu einem Gebäude gebracht haben, kriegen wir halt entweder 2, 4 oder 6 Punkte. Die restlichen können wir gar nicht mehr dann erfüllen und fangen dann in der nächsten Zeile wieder an. Zusätzlich kann dieser Manager dann nochmal zusätzliche Fahrgäste akquirieren. Der Tourist funktioniert genauso, nur dass er dann am Ende nur Punkte gibt und keine Fahrgäste noch mit dazu bekommt. Außerdem kann man den Touristen an 2 Orten abliefern, und zwar einmal hier bei diesem hellblauen Torbogen und einmal bei diesem Monument in dunkelblau. Und Ja, man wie hat im es Prinzip, jetzt genau funktioniert, werden wir jetzt mal im Let's Play zeigen. Genau, ist eigentlich, ich finde, es ist, wenn man es einmal gespielt hat, doch relativ klar. Bei dem Manager und bei dem Tourist haben wir halt so eine Art Pickup and Delivery. Ja. Da müssen wir halt gucken, wie viele haben wir schon, und die sind dann halt weg. Ja, und bei den anderen, da sammeln wir einfach nur. Ja. Also das ist eigentlich ganz gut. Und dann gibt es auch noch so Sonder, das werdet ihr dann auch sehen, sowohl bei den Universitäten als auch bei diesem Monument und dem Arc de Triumph da, Triumphbogen. Ist ja nicht Arc de Triumph. Wir sind ja in New York. Da gibt es noch so Sternvarianten, da können wir dann sofort punkten, je nachdem, wie viele wir von den jeweiligen Leuten dann schon eingesammelt haben. Ja, und außerdem gibt es natürlich nicht nur Stau, sondern auch grüne Ampeln, grüne Welle. Mhm. Wenn wir dort unseren Zug enden, können wir eine zusätzliche Strecke legen. Ja, und wie werden die Strecken hier entschieden? Wir gucken noch mal ganz kurz auf unser Blatt Papier. Und zwar hier oben seht ihr die Karten. Die sind unterschiedlich, sowohl bei mir als auch bei dir sind sie halt verschieden. Ja. Und wir ziehen eben eine Karte. Die erste wird die 11 sein. Und ich darf 3 gerade Linien und Hunter darf 2 gerade 2. Linien. Na, und das kann man dann so abkreuzen. Dann weiß man, die 11 ist raus. Natürlich, jede Ticket gibt es nur einmal. Und wir können jederzeit hier Punkte ausgeben, um entweder einen zusätzlichen Knick zu produzieren oder einen Knick gerade zu machen, weil manchmal kann man halt einfach nicht, weil vielleicht auch man am Rande des Spielfelds ist oder so. Ja, das gibt aber dann halt auch Minuspunkte. Okay, dann fangen wir einfach mal an. Du hast den Startspielermarker. Ja, ich habe den Startspielermarker. Das heißt, du machst die 11 zuerst. Genau, die 11 zuerst, und ich kann jetzt 2 gerade machen. Jetzt muss ich noch mal gucken. Ich habe nämlich auch noch so einen geheimen Auftrag, was ich abfahren muss. Und wir haben hier auch noch 2 so Sammelaufträge, die man machen kann, muss man aber nicht. Und jetzt bin ich schon überlegen, was ich mache. Mhm. Ich darf natürlich außerdem mich nicht selber in den Schwanz beißen. Ja, Snake muss ich auch noch beachten. Das ist alles echt wieder so. Ich finde, das ist tatsächlich alles. Also, die Erfahrung sagt schon, man schafft nicht alles. Das ist natürlich schon mal klar.
Aber ich fahre es tatsächlich einfach zweimal und versuche die grüne Welle mitzunehmen. Das heißt, ich darf nochmal eins legen. Und das darf ich mir dann aussuchen. Dann gehe ich so und habe jetzt quasi schon zwei Manager eingesammelt. Das sieht sehr ähnlich aus zu dem, was ich da vorhin in der Probepartie konstruiert habe. Dabei habe ich sogar, hast du gar nicht mal gewonnen. Ja, ich weiß auch nicht, warum du das nachmachst. Warum ich das jetzt nachmache. Ja, ich habe meinen Plan. Mal gucken. Du hast einen Plan. Wo muss ich denn lang? Und natürlich haben wir vorher, ne, hier sieht man die Startpunkte, auch die sind natürlich nicht zufällig, sondern man zieht dann auch noch so ein Ticket und hat dann diese Nummern von 1 bis 6 hier und da kann man sich dann, man zieht zwei Nummern und kann sich dann eine Startposition aussuchen, was halt vielleicht besser zu seinem geheimen Auftrag passt. Und der geheime Auftrag, das sind eigentlich immer drei Punkte, die man versucht zu verbinden und wenn man das schafft, kriegt man halt nochmal 10 Punkte. Ja genau, du hast jetzt einen Touristen. Einmal die Uni, die ist ja erst zum Ende relevant. Auch ein bisschen seltsam, dass man die Studentin nach der Uni befahren kann. Ja, das musst du dir vorstellen, das ist nur eine Buslinie, die wir planen, die wird dann ständig befahren. Na gut. Und einen Manager nehme ich noch mit. Ja, okay. Okay, ja, nächste Karte. Dann darf ich zuerst, anfangen mit der 7. Bei mir ist es zwei gerade Linien. Du hast entweder oder. Ja, was wir aussuchen, das sind höchst nett. Das ist nett. Aber wir müssen Manager und Triumphbögen befahren. Das ist irgendwie alles nicht so dufte. Ich nehme mal hier die. Das macht auch keinen Sinn. Ha! Na gut, dann passiert es so. Ich nehme einmal hier. Den Touristen gebe ich ab für 2 Punkte. Genau, also das heißt, du hattest jetzt einen Touristen und es gibt halt dann 2 Punkte. Das musst du wieder anfangen, Touristen zu sammeln. Und die Großmutter nehme ich auch noch mit. Genau, ich mache hier 2. Und gebe jetzt hier quasi meine beiden Manager ab. Das sind 4 Punkte. Und ich darf zusätzlich noch einen Touristen abstreichen als Bonus. Und dieser letzte Manager verfällt hier. Und ich habe außerdem, ach so, aber den gebe ich jetzt nicht hier gleich ab, würde ich sagen. Also diesen Bonus-Touristen. Also ich würde ja sagen, ja. Du sagst ja, ja, das ist so eine Sache, das ist so eine Timing-Frage. Aber ja, stimmt, du hast recht. Ich gebe zuerst die ab, da kriege ich den Bonus-Touristen. Ja. Und dann gebe ich den gleich wieder ab. Okay, gut, also das sind 2 Punkte. Ich bin mal nicht so. Es klingt logisch, deswegen mache ich es jetzt mal so. Okay. So, dann fängst du wieder an mit Strecke bauen. 3. Bei mir ist es entweder gerade oder ungerade. 3 gerade. Aber 2. Tja. Du bist total auf Managerjagd. Ja, aber es mir so viel bringt. Ich könnte jetzt da einfach losstürmen. Bin ich dran zuerst? Du bist zuerst dran, ja. Naja, ich könnte es einfach jetzt. Oh, das ist jetzt schon. Am Anfang ist es noch nicht so relevant, weil wir uns noch nicht gegenseitig den Stau verursachen können. Ja, das stimmt. Ich weiß auch schon, was ich machen möchte. Ich weiß es leider noch nicht. Ich muss gut, dann zeige ich schon mal, was ich mache. Ich sag den Manager auch mal ein. Bin an der grünen Ampel. Und nimm noch eine Studentin mit. Auch hier. Ich könnte das machen, das wäre eigentlich auch nicht schlecht. Ja, komm, diesmal gehe ich hier voll auf Stau. Das habe ich auch noch nie gemacht. 1, 2, ich rase jetzt einfach hier lang. Dadurch. Okay. Ja, durch den interessant. Durch die Mitte. Das heißt, ich kriege jetzt hier so einen Stau, muss ich einen abkreuzen. Aber die geben nicht alle Minuspunkte, erst die späteren. Dafür bekomme ich noch einen neuen Touristen an Bord und meine erste Studentin. Ja. Sehr schön. Dann geht es weiter mit der 6. Und ich habe da 3. Ich muss hier lang. Ist auch schon ganz schön weit nach unten gefahren. Ich mach mal das hier, das stört dich hoffentlich nicht. Dann kann ich nämlich hier mit der grünen Welle noch zum Times Square. Ha! Hier? Ich bin bei der Wall Street. Es gibt tatsächlich dann eben 2 Punkte. Genau, und bei mir ist es auch so, ich bin jetzt bei diesem Gebäude mit dem Stern. Das bedeutet, ich kann sofort einfach, wie viele Touristen ich habe. Leider habe ich nur 2.
Aber immerhin, die kriege ich jetzt als Bonus. Und da zählt quasi, man könnte das nochmal machen, hier mit dem Guggenheim. Und dann gucken, was mehr Punkte gibt. Also wenn ich es bis dahin schaffe, werde ich wahrscheinlich nochmal. Das gibt es, das und der wird hier abgekreuzt. So. Ja, also Ready. genau. Und ich habe hier nicht, dass ich ihn vergessen habe. Genau, zwei. Den habe ich noch bekommen. Ja. Okay. Na Ach dann. so, aber den Guggenheim, den gebe ich ja auch noch ab hier Richtig. zusätzlich. Das heißt, der gibt leider auch wieder nur zwei Punkte. Ist ja natürlich nicht so clever vielleicht, dass ich die alle weg. Jetzt kann ich nur noch einmal Touristen mitnehmen. Also ist es eins? Eins, ja, ich habe zwei Geraden. Du darfst es dir aussuchen und du fängst auch an. Tja. Muss ich nochmal hin? Oh Gott. Ja, komm, egal. Ich habe gesagt, ich mache die Stautaktik. Ich gehe einfach Finde ich jetzt. gut. Endlich darf ich auch mal gewinnen. Ja, jetzt komm, ist noch nicht ausgemacht. Das ist dafür habe ich jetzt, genau. Und zwei Stau. Jetzt habe ich schon drei Stau produziert. Also, falls ihr euch wundert, am Anfang der Runde darf man sich aussuchen, in welche Richtung man knickt oder gerade weiterläuft. Das heißt, wenn ich jetzt hier zwei gerade machen kann, darf ich auch nach oben hin, was ich jetzt auch machen möchte. Und der Times Square gefällt mir schon. Oh nein, ist das mir gerade was aufgefallen? Oh nein, was? Ne? Ja, dass ich natürlich doch da vorbeigerauscht bin. Ah ja, gut, egal. Naja. So ist halt. Machen wir das Aber jetzt so. hast du auch zwei Stau Ich produziert. weiß, ich weiß. Mache ich auch hier unten als Kreuzchen. Was habe ich denn jetzt gemacht? Ich habe eigentlich nur diesen Triumphbogen angefahren mit zwei Touristen. Weiß jetzt genau, was aufgedeckt werden muss für mich. Na Aber dann, das werden wir deck's auf. sehen. Natürlich Fünf. nix, nix, Ja, nix. diesmal darf ich Zwei. anfangen. Zwei. Eins, zwei, drei. Und noch eine Ampel. Das mache ich. Okay, ein Stau, zwei Stau. Ja, auch die Startampel hier von Hunter zählt für mich als grüne Welle. Okay. Und. Na gut, ich gehe hier nach unten. Ja, auf jeden Fall. Studentin, Ich gehe jetzt Omi, einfach dahin. Krieg einfach Uni. nochmal eine Studie. Ich habe noch keine einzige Uni angefahren, aber ich Ja, glaube, bisher hast du das. Studenten 0 Punkte. Ja, das ist ganz schlecht. Okay, du darfst. Ja, du fängst auch an. Was? Vier? Ah, das ist diese. Bei mir ist es diese Dreier-Kombination, so eine komische. So abgegeben. Obwohl, das ist gar nicht so schlecht. Oh nee, doch, das ist richtig schlecht. Kein Touristen. Naja, gut, doch, ich könnte es so machen. Das müsste eigentlich okay sein. Ich produziere nochmal einen Stau. Bin dafür aber hier bei dem zweiten Ding. Leider habe ich gerade keine Touristen an Bord. Das ist schlecht. Jetzt habe ich wieder einen. Und dann produziere ich noch einen Stau, bin aber jetzt endlich bei meiner ersten Uni angekommen. Sehr gut. Ja. Ich darf einen fahren und fahre mit der Omi. Das war's. Das war's bei mir. Okay. Die 12 und ich fange an. Drei Kur, also zwei Kurven. Aber das ist übrigens, was mir jetzt nicht ganz klar ist. Dürfte ich theoretisch jetzt trotzdem hier lang fahren? Nee, du darfst keine Orte besuchen, wo du schon mal warst. Ah. Dann halt nicht. Es wäre aber gut. Ja, weil du dir hier die 10 Punkte mit demselben Gebäude machen Nein, willst, oder nein, was? das Fährst dann nicht. dreimal Nein, vorbei, nein, genau, nein, ja. nein, nein, nein. Das war nicht meine So, Absicht. ich bin jetzt einmal gerade gefahren, dann hier der Knick und noch ein Knick. Ja. Der gibt 0 Punkte, aber ich habe zumindest eins angefahren für die 10 Punkte da vorne und einen Manager. Und guck mal, was ich jetzt mache. Ich mache jetzt das hier, Scheiße. zack. Und Und ich habe den fünften Manager. nein, ich habe Den fünften vier. Manager, zack, hier.
Das heißt, ich kriege hier schon mal 10 Punkte. Für mich bleiben nur noch 6 übrig. Und jetzt bin ich auch wieder hier bei der grünen Welle angekommen. Das heißt, ich kann noch mal mir so eine Studentin. Es läuft. Ja, du fängst an mit der 10. Ah, jetzt, oh, das ist jetzt nicht das Richtige. Ja gut, da muss ich, aber das kann ich ja machen. Da muss ich einmal ab, also ich habe jetzt, ach nee, ich kann mir ja aussuchen. Ich kann auch hier das hier machen. Ne? Ja, es müssen einfach nur 2 Kurven sein. Dann mache ich das hier, zack, zack, zack. Dann komme ich hier an. Das heißt, der ist leider schon wieder ausgegangen. Oh, den habe ich hier. Hä? Ja, ich glaube, das Kreuz müsste dahin und stimmt, dann das hast ich du falsch hier 6 gemacht. Punkte. Das habe ich falsch gemacht. Hier 6 und kriege eine Studentin. So rum war es, genau. Und dann kriege ich noch einen Touristen und kann jetzt noch mal einen liegen. Was ist jetzt besser? Die Studentin? Aber ich müsste, das halt Problem ist jetzt, mit der Studentin komme ich halt leider hier nicht mehr hin. Das ist halt so bitter es ist. Oder, warte mal, nee, das mache ich nicht. Die Columbia University ist leider unerreichbar für mich. Tja, na gut. Mache ich es einfach so. Dann haben wir noch mal eine Studentin. Aber ich darf einen Schritt gehen und das wird hier die Uni sein. Und diese anderen Studenten, die darf man quasi freischalten, wenn man einfach so oft da besucht hat, ja? Ja, du hast ja hier eine freigeschaltet und das ist dann eben die. Ah, das ist die. Nur so kannst du die freischalten. Ah, verstehe. Ah, das heißt, die hätte ich ja hier abkreuzen müssen. Verstehe. Ah, ja. Okay, alles klar. Ja. Logisch, logisch, logisch. So, die 8. Kriege ich keine mehr. Die 8. Was ist denn die bei mir hier? Das ist einfach ein Ding da. Ja, das ist gut. Mal guck hier. Ich habe den 3. Triumphbogen. Jetzt kannst du das auch theoretisch noch schaffen in diesem Zug. Ja, nein, kann ich nicht. Kannst du nicht. Eieiei. Dann habe ich endlich mal beide von diesen Dingern geschafft. Das habe ich auch noch nie geschafft. Okay. Tja. Wo muss ich hin? Aha. Es sind noch 4, 6 Schritte. Oh, und ich bin ja hier bei dem Ding gelandet. Das heißt, ich muss dir noch meine beiden Dinger abgeben, leider. Das heißt, meine Touristenfahrten sind leider ausgeschöpft. Mehr passiert nicht, das ist schade. Ja, ich nehme einen Stau mit. Einen Minuspunkt hier oben. Einen Manager. Und schalte eine Studentin frei mit 6 Punkten. Ja. Und jetzt kann man ja schon zählen. Wir haben noch 2 Karten. Naja, wie viele man noch fahren kann. Okay. 2. Das ist der Einer. Mhm. Ja, gut. Und dann noch 1, 2, 3. Ja, gut. Okay. Das reicht leider nicht mehr. Aber das hier. Mache ich das hier? Ich bleibe einfach einen Schritt von meinem Ziel stehen. Ein Schritt? Oh nein. Habet Gnade. So. Na gut. Ja, ich gehe hier hoch. Und Stau. Bei mir geht es ganz gut auf, tatsächlich diesmal. Und was einen Knick. So, das ist hier weggeflogen. So. Ja. Na gut, dann nehme ich hier noch den Stau mit dem Knick. So viel Stau habe ich dann am Ende gar nicht gehabt. Man kann, glaube ich, mal Stau ruhig noch mehr Gas geben. Wobei natürlich zu dritt ist natürlich noch viel mehr Stau. Mhm. Ja, du bist jetzt hier bei mir. Du hast jetzt den Stau-Taktik plötzlich gemacht. Weil du hier beim... Läuft nicht so gut. Okay, letzte Karte. Verrückt, genau. Das ist die 9. Ja, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ich muss noch einmal... Diesmal muss ich... Mein einziger Abknicker, den ich jetzt wirklich abkreuzen muss. Ich bin richtig erstaunt. Achso, ich habe übrigens hier auch jetzt die 5 Manager. 6 Punkte bleiben mir noch. Und dann kriege ich nochmal eine Studentin. Okay, den habe ich natürlich nicht. Und kann noch einmal den abgeben. Das sind einfach nochmal 2 Punkte. Und eine Oma. Ja, Omas habe ich diesmal überhaupt nicht.
Die Omas habe ich links liegen lassen. Die habe ich sonst immer links liegen gelassen, aber jetzt habe ich die voll eingesammelt. Ja. Das war's. Das war's. Rechnen jetzt können zusammen. Wir nochmal gucken, weil ich es zusammenrechne. Vergiss deine Minuspunkte nicht. Nein, diesmal vergesse ich nicht. Nein. Ich habe hier oben minus 1, das ist nicht so eins, viel. Die Omas sind einfach nur. Genau, und bei denen kann man jetzt sehen, 1, 2, 6 mal. Ah, gut, aber dafür habe ich keine gute Hast du denn deine Strecke geschafft? Ja, die habe ich geschafft. Was? Von B, von L, G, B. Das heißt, es sind auch 10 Punkte. Hm. Naja, ich habe es halt, wie gesagt, kurz nicht geschafft. Dafür habe ich halt bei den bei der Studentin stehen geblieben, wenn ich das Studentin gemacht hätte. Studentin habe ich nichts erreicht, leider. Aber sonst sieht es diesmal ganz gut aus. Bin ich mal gespannt, was am Ende rauskommt. Den Guggenheim habe ich nicht besucht. Ja. Und das ist minus 2. Okay. Ah ne, hier sind es 6. Okay. Also. Ah. Ich glaube, 58 Punkte. Noch schlechter als in der Probepartie. Ja, ich muss sagen, mir gefällt es sehr gut, das Spiel. Nein, nee, ich finde es auch ganz gut. Also es hat schon irgendwie doch eine gewisse Tiefe. Man muss überlegen, worauf konzentriere ich mich. Also ich mag es natürlich allein schon deswegen, weil ich, habe ich ja schon oft gesagt, diese Streckenbauspiele, die mag ich einfach. Ne? Also auch die dieses Optimierungsspiele. Genau, ne, überhaupt einfach das Thema Streckenbau finde ich immer schön. Deshalb mochte ich auch dieses andere Roll'n'Ride voll verplant. Ja, das, jetzt kann ich es mir merken. Ja? Ich habe mir lange diesen blöden Titel nicht merken können. Aber da baut man ja dieses U-Bahn. Ist vielleicht noch ein bisschen taktischer oder ein bisschen komplizierter, das ist voll verplant, finde ich so vom Gefühl her, weil man noch ein bisschen mehr so überlegen muss. Das ist wirklich locker, aber dafür hast du halt hier dieses schöne Board, ja, was das alles so ein bisschen plastisch macht. Das finde ich eigentlich ganz schön. Es gibt auch nicht so viele Roll'n oder Flip-and-Ride-Spiele, die ein Board haben. Ja, wo überhaupt sowas passiert. Also das muss ich sagen, das ist eine schöne Variante und macht das alles. Also ich finde, Roll'n'Rides haben ja manchmal die Tendenz, so ein bisschen zu abstrakt zu sein. Ich hatte das ja bei meinen, da wurde ich auch ein bisschen gescholten. Ja? Da habe ich ein bisschen bei diesen Dungeon Crawler Roll'n'Rides habe ich mich so ein bisschen aufgeregt, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, das ist so pseudothematisch. Mhm. Und letztlich kreuzt man doch, egal was passiert, macht man einfach nur ein paar Kreuze. Und hier hast du eben diese Ebene, wo dann gefühlt, natürlich machst du letztlich auch nur Kreuze, aber gefühlt baust du halt auch wirklich was. Ja. Man hat eine Strecke gebaut, man darf ja thematisch dann auch nicht in seine eigene Buslinie da reinfahren, sonst ist es nicht effizient. Und du hast eine Interaktion, was du auch nicht so häufig hast bei Roll'n'Rides. Also jedenfalls eine, die auch wirklich was ausmacht. Ja, also ich meine, gut, der Stau ist gar nicht so, es fängt erst hier bei dem 5., 6. Kreuz an, jeden Kreuz einen Minuspunkt zu geben. Also man kann schon was riskieren, aber ich stelle mir wirklich vor, dass das gerade mit mehreren Spielern noch interessanter wird, weil man dann halt überlegen muss, ob man den Stau der Gegner noch ein bisschen besser umschifft. Ja. Genau. Was ist eure Meinung hier zu diesem Flip and Ride Get on Board? Habt ihr es schon in der Originalversion gespielt? Was ist euer liebstes Flip and Ride? Lasst es uns wissen. Genau, wenn ihr es kennt, weil es ist tatsächlich 2018 schon bei Sushi erschienen, wobei ich vermute, dass es da höchstens mal ein Essen vielleicht irgendwer mal irgendwie gesehen hat, wird dann jetzt hier richtig kommen bei ILO und dann eben bei Hoch auf Deutsch. In dem Sinne, danke fürs Zugucken und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao. Tschüss.